willkommen bei H5P, mehr als interaktive Inhalte gestalten, Episode Nummer 10 und damit die letzte Folge dieser Webtalk-Reihe. Ist so ein bisschen ein Ausblick, denn heute zeige ich etwas, das gibt es noch gar nicht. Das gibt es schon, deshalb sonst könnten wir uns das nicht angucken, aber es ist noch nicht offiziell erschienen. Und zwar geht es um den H5P OER Hub. Wenn ihr gar nicht wisst, was das ist, das macht überhaupt nichts, denn dafür gibt es natürlich auch auf h5p.org eine Seite und die zeige ich einfach mal. Und den Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. So, aber ihr seht jetzt schon, wie das Ganze aussieht, also wie die Website aussieht, wo es ein bisschen beschrieben ist. Ihr seht hier, da ist eine Weltkugel und da landen so ein paar Dokumente einfach in der Mitte. Das heißt, das wären beispielhaft eure H5P-Dateien, die auf einem zentralen Server liegen könnten, die ihr offen lizenziert habt und die dann andere Leute auch weiterverwenden können. Ihr seht, wenn man sich die Animationen anguckt, da laufen die Sachen rein, dann wird es vielleicht ein bisschen durchgemischt und dann kriegt man vielleicht einen anderen H5P-Inhalt von jemand anderem. Das ist diese Idee. Also es gibt diesen Hub, der soll sich nahtlos in den Editor einfügen. Das rolle ich mal ein bisschen so runter, da sieht man auch so die Bilder. Das heißt, wenn ihr Inhalte erstellt, wollt ihr vielleicht gar nicht von vorne anfangen, sondern ihr wollt einfach nur mal gucken, was hat denn irgendjemand auf der Welt schon zu meinem Thema gemacht? Und hier seht ihr so eine kleine Animation, wie das funktionieren soll. Das heißt, diesen Hub, den gibt es ja schon. Und ihr seht, es gibt offensichtlich so Get Share Content in der Mitte, so einen extra Punkt. Und dann filtert man das und man bekommt so ein paar Sachen angezeigt, wie in so einem App Store. Und dann soll man die weiter nutzen können. So und andersrum natürlich, wenn ihr was erstellt habt, dann könnt ihr eure Inhalte natürlich auch teilen. Dann müsst ihr natürlich eine entsprechende Lizenz vergeben, Schlagworte und so ähnliche Geschichten. So, man scrollt noch weiter runter und man kann sich angucken, wie viel denn schon passiert ist. Design 95%, die Schnittstelle, das Visuelle offensichtlich ist schon komplett fertig. Und dann fehlen an einigen Stellen noch so ein paar Punkte. Das, wo hier am meisten noch fehlt, das ist die Plugin-Integration. Und hier steht aber Drupal 7 und H5P kommen, sind fertig. Ja, und wenn das da steht und man weiß, dass H5P ein offenes Projekt ist, das heißt, man kann sich den Quelltext angucken und kann sich den auch schon holen. Und man muss ein bisschen wissen, wie das geht natürlich. Aber dann kann man sich das schon installieren und das habe ich einfach mal gemacht. Und da können wir jetzt einfach mal drauf gucken. Ich habe Drupal gewählt. Drupal 7 soll halt schon fertig sein. Ich habe noch ein paar kleine Fehlerchen gefunden, aber der Endtest ist ja auch noch nicht durch. Aber im Prinzip ist das jetzt, ich habe es nochmal komplett zurückgesetzt. Das ist jetzt so, wenn man H5P quasi das erste Mal installiert hat, die neue Version, die dann ja demnächst kommt. Also sieht bei jedem, wie gesagt, jetzt so ein bisschen anders aus. Das ist halt die normale Drupal 7-Ansicht. Die ist nicht so super sexy, aber funktioniert. So, und ihr wisst, wie funktioniert das normalerweise, wenn man Inhalt hinzufügen möchte, dann klickt man auf neuen Inhalt erstellen und Interactive Content, das dahinter verbirgt sich hier H5P. Und dann geht genau das auf, was ihr von den anderen Plattformen auch kennt. Ich weiß, wieder Moodle 3.9 Plus, Core-Version sieht ein bisschen anders aus, alles, aber das ist der H5P-Hub. Und ihr seht, da oben ist jetzt schon dieser Punkt Get Share Content. Das heißt, wir legen jetzt nicht hier einen Inhalt an. Dafür könnt ihr euch die erste Webreihe angucken, was es alles gibt, wie das geht. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir hier auf Get Shared Content klicken. Das sieht doch schon recht vielversprechend aus. Was wir hier jetzt machen könnten, wir könnten hier jetzt nach Begriffen suchen. Das sind jetzt alles Testinhalte, von daher ist es am besten, wenn ich einfach mal nach Tests suche. Und also wahrscheinlich da noch einmal klicken. So, und dann filtert er mir jetzt alles raus, was natürlich irgendwie den Test, das Wort Test irgendwo im Titel oder in irgendeinem Schlagwort und so weiter drin hat. Also eine Möglichkeit, schon mal was zu filtern. Was offensichtlich noch nicht geht, das ist das Filtern hier nach diesen Kategorien, die es da gibt. Also es gibt natürlich nur sowas wie eine Disziplin, das sind aber Fächer. Es gibt, vielleicht brauche ich nur einen bestimmten Inhaltstypen, vielleicht brauche ich nur interaktive Videos, dann kann ich da schon mal filtern. Ich kann nach Lizenzen filtern, ich kann nach Sprachen filtern. Level, das wird so eine Einstufung von Anfänger, Mittel bis Experte, das kann man vorgeben. Und Reviewed ist noch ganz spannend. Also ich kann überall leider draufklicken, aber es passiert nichts. Reviewed wird noch so sein, dass da zumindest in der Anfangszeit jemand drüber guckt und auch sagt, okay, das ist ein vernünftiger Inhalt, damit er halt nicht kompletter Müll einfach nur landet oder Spam und so weiter und so fort. Das heißt, Reviewed heißt, kann man gucken, okay, da hat auch schon einer drüber geguckt und gesagt, ist okay oder noch nicht. Wird in der Anfangszeit passieren, bis man gelernt hat, okay, worauf muss so eine Maschine denn achten, bis man dann so ein paar Filter vernünftig eingestellt hat, dass das dann wegfallen kann. Aber dann kriegt man auch so eine Einschätzung, okay, das ist gut. So, machen wir das mal weg. Ich nehme nochmal den Test hier raus, weil ich den hier ganz schön finde von der Optik her. Also, im Prinzip haben wir jetzt hier die ganzen Inhaltstypen, die wir durchgucken könnten. Sieht ja so ähnlich aus wie bei Inhaltstypen, die man erstellt. Und wir können mal Charning auf Smur.
Ich weiß nicht genau, was Charning ist. Ich glaube, es gibt ein Wort dafür, wenn man Butter macht. Und das muss, also Butterherstellung. Also, also es ist eigentlich nicht Herstellung, aber ich glaube, das ist ein Spezialwort. Also, kann man draufklicken. Und dann bekommt man erstmal die ganzen Detailinformationen, die man vielleicht brauchen könnte. Okay, wer hat das denn gemacht? Was ist das denn für ein Inhaltstyp? Also hier eine Multiple-Choice-Aufgabe. In welcher Sprache ist das denn verfasst? In dem Fall im Bokmål, das ist das Standard-Norwegisch. Das sind die Disziplinen, also Agriculture, Life Sciences einsortiert. Dann eben genau diese Schwierigkeitsstufe für Anfänger, das ist gut. Wie groß die Datei ist tatsächlich nachher. Das kann man sehen, hier unten kann man... hat offensichtlich niemand eine Lizenz gesetzt, aber hier könnte man sich die Lizenz angucken und wenn die Person, die das hochgeladen hat, Infos zu sich noch hinterlegt hat, also offensichtlich ein Bild, warum auch immer da so ein Dachgepäckträger ist, ist halt alles noch Testinhalt, kann man das auch hinterlegen. Man sieht hier noch ein Bild, man könnte sogar Vorschaubilder noch reinpacken, das sehen wir gleich auch nochmal und man kann sich aber auch den Inhalt schon mal angucken. Also wenn ich hier auf Preview klicke, werdet ihr sehen, geht einfach ein neues Fenster auf, das liegt also schon tatsächlich irgendwo, man kann sich schon mal angucken, okay, was ist das für ein Inhalt und jetzt kann ich entscheiden, brauche ich den oder brauche ich den nicht. So, und wenn ich den haben möchte, ich sage, okay, der erfüllt meine Bedingungen, mit der Lizenz kann ich was anfangen, der ist doch ganz schick, dann sage ich einfach Get Content und ich muss mir jetzt nicht erst den anderen Inhalt runterladen und dann wieder hochladen, das macht halt dann das System. Ich habe jetzt hier, so, wenn ihr das kennt, wenn ihr Dateien hochladet, steht hier, wurde erfolgreich hochgeladen, jetzt steht hier, wurde halt erfolgreich importiert und ich habe jetzt schon den ganzen Inhalt. Ihr seht, hier sind die Fragen. Ich kann das einmal speichern und dann haben wir diesen Inhalt ja auch schon komplett vorliegen. So, das ist ein schöner OER-Gedanke. Das heißt, wenn Leute ihre Inhalte teilen, dann muss ich halt das Rad nicht neu erfinden, sondern kann halt gucken, was ich finde und remixe das und teile das hoffentlich auch weiter. Denn auch das kann man tun. Zeige ich gleich an einem anderen Beispiel. Aber ihr seht, also genau diese Aufgabe, wie man Butter herstellt. Also wenn man Fett in Sahne oder Röm ist Sour Cream. Mein Norwegisch ist ein bisschen eingerostet. Darum geht es aber zum Glück nicht. So, Inhalte erstellen. Da habe ich mir gedacht, machen wir mal einen komplett neuen, damit ihr den ganzen Prozess seht. Ihr seht aber auch schon hier so einen Knopf, da steht Share drauf. Bei WordPress würde der jetzt am rechten Rand stehen, wo ihr sonst auch speichert und löschen könnt. Da würde eben noch ein Knopf zum Teilen kommen. Ich weiß gar nicht, wo sitzt denn der Speichern-Knopf beim Moodle im Plugin? Also da wird dann halt auch ein Teilen-Knopf noch sein. Aber wir machen einfach mal einen neuen Inhalt auf und teilen den auch gleich mit der Welt, zumindest mit dem Test-Tab. Und da mache ich mir ein bisschen einfach, das habe ich vorbereitet, damit ich jetzt nicht Zeit verschwende, Inhalt zu erstellen. Ich lade den einfach mal hoch, den habe ich schon mal genutzt, den werdet ihr vielleicht wiedererkennen. Das ist eine Schachaufgabe, die habe ich mal erstellt. So, die habe ich mir jetzt hochgeladen, das ist eine Drag-and-Drop-Aufgabe, könnten wir uns angucken oder vielleicht gucken wir uns die erstmal an. Das heißt erstmal, wir müssen eigentlich gar nichts anderes tun, wir haben sie ja schon. So, also ist eine Schachaufgabe, man hat also ein Schachbrett vor sich und die Idee ist, dass man die Figuren jetzt richtig draufsetzen muss. Was ich auch schon gemacht habe, das seht ihr, wenn ich hier darauf klicke, ich habe dem Ganzen schon einen Namen gegeben, ich habe dem Ganzen schon eine Lizenz gegeben, ist sonst nichts weiter drin, also das sind keine Bilder, das sind einfach nur Unicode-Zeichen, von daher, das mache ich. Und ich habe gesagt, von mir aus CC0, warum soll die Welt das nicht nutzen, wie sie möchte? So, und das möchte ich jetzt teilen mit der Welt, wenn dieser Hub dann aktiv ist, dann klicke ich hier eben auf Share oder Teilen dann vermutlich im Deutschen. Und was erstmal passiert, wenn ich mich noch nicht registriert habe, man muss sich erstmal natürlich irgendwie, zu erkennen geben. Das mache ich auch mal. Ich gebe einfach meinen Namen ein und meine E-Mail-Adresse. Die ist ja auch nicht geheim. Das ist überhaupt kein Problem. So. Man kann sich natürlich beschreiben. Das habt ihr gerade schon gesehen. Was bin ich denn? Ich bin einfach NH5P-User. So. Man kann den ganzen Kontaktdaten noch angeben, wenn man möchte, kann man durchscrollen, also den Namen, also wenn man eine Adresse, irgendwie eine andere hat für eine Firma oder so, die Kontaktperson, eine Telefonnummer, eine Adresse, das Land. Man kann auch, wenn man möchte, das habe ich gerade gesehen, das war dieser Dachgepäckträger, ich könnte jetzt hier noch ein Logo hochladen und dann muss man sich natürlich die Nutzungsbedingungen noch angucken, weil diese Daten gehen dann natürlich an einen Server, an diesen zentralen Server. Und dann ist mein Prozess fertig, dann registriert man sich einmal, das macht man natürlich auch nur einmal, kriegt noch einen Hinweis, so, man ist dann registriert, ich glaube, das ist jetzt nur pro forma,
Oder ist es auf dem Testserver? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich kenne die Gegenstelle nicht, da kann ich in den Quelltext reingucken. Und kann man später auch nochmal ändern, wenn man was vergessen hat oder ändern möchte. So, aber wir waren bei unserem Inhalt. Ja, das muss man, macht man nur einmal. Wenn ich jetzt auf Teilen klicke, werdet ihr sehen, okay, ich muss nicht nochmal sagen, wer ich bin, sondern jetzt holt er sich erstmal die Metainformationen, die sowieso schon da sind. Die hatte ich ja schon mal eingetragen. Also Titel muss ich jetzt nicht mehr eintragen, der ist schon da. Eine Lizenz muss ich auch nicht mehr eintragen, die hatte ich schon gesetzt. Ihr seht, das sind Pflichtfelder, das sind diese roten Sternchen. Und das muss man halt machen, damit die Gegenseite, die Leute, die das nachher nutzen sollen oder wollen oder können oder dürfen, wissen, was Sache ist. Ne? Also das muss da rein. So, dann eine Sprache. Ihr habt gesehen, das war ein Schachinhalt und war wirklich in Deutsch. Also würde ich jetzt sagen, okay, das ist Deutsch ist German, 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 German. Wo haben wir es denn? Wie ist das denn sortiert? Achso, ich sehe. Okay, ein bisschen unglücklich sortiert, finde ich. Ihr habt es gesehen. Deutsch. Dann muss ich sagen, okay, was ist das für eine Schwierigkeitsstufe? Und ich glaube, so eine Schachaufgabe stellt mal die Figuren richtig auf. Das machen wirklich AnfängerInnen. So, und was man da noch machen muss, man muss eben eine Disziplin vergeben. Und das ist wohl, es gibt wohl irgendeine Standardliste von Fächern und Fächernkombinationen, zumindest für den Hochschulbereich. Die wurde da einfach genutzt, warum auch nicht. Und jetzt müsste ich mir was raussuchen. Ich habe tatsächlich für Schach, also Freizeit also gibt es leider als Kategorie nicht, aber ich habe gesehen, es gibt sowas wie Other Education. Und dann würde ich einfach, also man kann, ihr seht ja schon, ich kann ja so ein paar, ne, kann ja versuchen, was zu finden, was passt und gebe das dazu. Other Education und dann haben wir das. So. Nächste Seite, das ist so das Erste. Zweite Seite geht es noch so, um das Ganze ein bisschen schicker zu machen und ein bisschen besser auffindbar zu machen. Habe ich noch nicht geklickt. Das nächste, was man brauchen kann, sind da eben Schlagwörter, mit dem, unter dem man das finden kann. Und da würde ich vielleicht sagen, machen wir mal Chess und Chess und Schach. So. Das sind vielleicht, also da Chess suchen vielleicht Leute und die können sich das vielleicht übersetzen und Schach ist okay. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere gute Wörter, die man nehmen könnte. Also Schlüsselwörter genau, nach denen kann man nachher suchen. Dann, um das ein bisschen optisch schicker zu machen, das habt ihr ja gesehen, da war schon ein Bild zu sehen, da war ja schon ein bisschen Text, was ist denn das für eine Aufgabe? Da gibt es eben so eine kurze Beschreibung und die habe ich schon mal vorbereitet, damit ich mir nicht immer was ausdenken muss. Also das ist eine einfache Schachaufgabe und ich habe es bewusst hier in Englisch gemacht, weil ich mir nicht sicher bin, ob man da auch andere Übersetzungen eingeben kann. Aber damit die Welt das findet, das ist ja ein globaler Hub, habe ich gedacht, ist es besser, das in Englisch zu machen, auch wenn die Aufgabe nachher in Deutsch ist, dann weiß man schon mal, was das ist und ob ich das vielleicht übersetzen möchte. So, dann was ganz schön ist, damit das ein bisschen schicker ist, man kann sich so ein Icon anlegen, das habe ich mir auch schon gemacht, also so ein Vorschaubildchen, das habt ihr auch gerade schon gesehen. Das wählt man einfach aus. So, und dann kann man noch mal einmal eine längere Beschreibung mit eintragen. Die wäre dann bei den Details eben sichtbar, nicht direkt. Also diese kurze Beschreibung sieht man direkt quasi in der App-Store-Übersicht. Und wenn man auf die Details geht, dann sieht man die lange Beschreibung. Und was man jetzt hier noch machen könnte, ist bis zu 5 Bildschirmfotos noch mit hochladen, damit man weiß, okay, so sieht das aus. Habe ich auf dem Icon schon mal draufgesetzt. Aber, zack, nee, das ist der falsche Vorschaubild. Machen wir auch noch. Und gute Sitte ist es dann tatsächlich auch noch so diesen Alt-Text, also Alternative-Text, mit reinzusetzen. Habe ich einfach mal geschrieben, Empty Chessboard, Chess Pieces, Next to it. Damit man also auch Personen mit Sehbeeinträchtigung oder blinde Personen die Möglichkeit haben, über so einen Read-Speaker festzustellen, okay, was ist denn da drauf auf diesem Bildschirm? So, wenn man das gemacht hat, dann kann man nochmal drüber gucken. Das heißt, man bekommt nochmal so eine Übersicht hier. Was ist denn da drauf? Zuordnungsaufgabe Schach. Ja, das passt. Bin ich mir sicher. Es ist Deutsch. Es ist für AnfängerInnen. Other Education. Guckt man nochmal rüber. Und dann sagt man Teilen. Und dann war es das auch schon. Der geht da jetzt rüber. Und wenn das der echte Hub wäre, geht das wahrscheinlich von alleine zu. Ich habe hier ein bisschen gewartet. Ist nichts passiert. Und von daher habe ich gesagt, mach ich es mal zu und guck mal, was passiert. Fand ich hier ein bisschen widersprüchlich. Aber ich nehme mal an, dass das eigentlich gar nicht passiert, wenn das im echten Hub landet. Wenn ich jetzt, dass man das Ganze abbrechen möchte, und dann klicke ich hier auf Ja und scheint erstmal gar nicht funktioniert zu haben, aber wenn ich dann die Seite neu lade, wird man sehen, erstmal bekommt man nämlich so eine Fehlermeldung, dass das nicht passt. Und dann sieht man auch, man hat jetzt hier eine neue Option, also nämlich die Funktion Sync Changes und Unshare zu klicken. Wofür ist das
wichtig. Es ist nicht so, dass die ganze Zeit die Inhalte jetzt von eurem Server geladen werden natürlich, sondern die sind auf dem Hub. Und vielleicht ändert ihr später nochmal was oder wollt dann doch nur irgendwas für euch haben, dann wird das nicht automatisch da abgeglichen. Das heißt, wenn ich jetzt die Änderung machen würde, müsste ich einmal auf Sync Changes klicken. So, und jetzt wäre das erst quasi rübergeschoben werden. Dass ihr übrigens die rote Meldung nicht irritieren lassen, das liegt einfach daran, dass die Bibliotheken nicht mehr ganz passen. Ist nichts Schlimmes. So, das kann man auch, also so aktualisiert man das. Und vielleicht kommt irgendeiner Zeitpunkt, dass ich sage, nee, ich habe das jetzt zwar geteilt, aber ich will das doch nicht mehr. Dann klickt man auf Unshare. Und dann ist der ganze Spuk auch vorbei. Dann wird das vom Hub wieder runtergenommen und es wird natürlich nicht von fremden Rechnern dann wieder runtergenommen, wenn sich das schon jemand runtergeladen hat. Aber ihr habt eben auch die Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen. So, soweit die Idee des Hubs. Jetzt habt ihr im Prinzip auch gesehen, wie er funktioniert. Jetzt teile ich meinen Bildschirm mal nicht mehr, sondern damit ihr mich nochmal seht. Also das ist die Idee. So wird das funktionieren, wenn es dann rauskommt. Heute ist der 28. Januar 2021. Ich habe ein bisschen geguckt. Man kann ja versuchen rauszukriegen, wann das ist. Der sollte schon längst draußen sein. Ich kann auch kein Datum geben, dass wir jetzt Glaskugel gucken, aber ich glaube tatsächlich nicht bei dem, was ich noch gesehen habe, dass es im Februar noch passiert. Ich würde eher auf ab März irgendwann tippen, wenn ihr von mir ein Datum haben möchtet. Vielleicht guckt ihr das Video aber auch eh irgendwann Mitte 2021, da ist das Ding dann schon längst draußen. Also so funktioniert das. Dann vielleicht noch so ein paar Detailinfos. In einem anderen Videobeitrag wurde das schon mal vorgestellt von Sven Tore, dem Chef von Jubel, der Firma hinter H5P. Und da kam die Frage, okay, gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, mir in so einen lokalen Hub aufzusetzen? Vielleicht nur für meine Uni oder nur für meine Schule? Und dann mache ich das sehr schön, dass man das teilen kann, aber ich will das nur intern teilen. Und da hat er gesagt, nein, es gibt schon genug Silos und er möchte nicht noch dafür sorgen, dass es noch mehr Silos gibt, wo dann Inhalte eben nicht mit der ganzen Welt geteilt werden. Das ist vielleicht noch eine ganz interessante Information, die es wichtig ist zu wissen. Vergesst mein Deutsch, heute ist nicht mein Tag. Aber das war's. Das war Episode Nummer 10 von H5P, mehr als negative Inhalte gestalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut gerne auch die anderen Folgen, schaut gerne auch die alten Folgen, wo es um H5P-Inhaltstypen ging. Die findet ihr natürlich alle auf der oercamp.de-Seite. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, bis zum nächsten Mal, aber da ich nicht weiß, ob das gibt, sage ich einfach Dankeschön, ciao! Thank you.